Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt seid nicht habt nicht zu lange zählen müssen bei den Messengern. Wir kommen jetzt im zweiten Teil, wollen wir das Thema Open Source noch ein bisschen weiter vertiefen. Während ich so allgemein über Open Source gesprochen habe, über Begriffe, wie Sachen zusammenhängen, wollen wir jetzt auf den Kern von Open Source eingehen. Ja, ein bisschen Prinzipien haben wir schon kennengelernt mit diesem Freiheitsgedanken und den vier Freiheitsrechten. Allerdings gibt es trotzdem noch ein paar Prinzipien, die wir besprechen sollten, bevor wir zu tatsächlich Softwarelizenzen kommen. Was eigentlich, und da werden wir auch jetzt in diesem Teil nochmal sehen, was eigentlich sehr wichtig ist für die Entwicklung und was zum Standardrepertoire in jeder Softwaretechnik-Vorlesung gehören sollte. Ist auch nicht nur für Softwaretechniker interessant, tatsächlich für viele in einem Unternehmen, auch die Manager, die Entscheidungen treffen, ob man eben Open Source verwendet oder nicht, sollten ein grundlegendes Verständnis davon haben. Das heißt, was habe ich für Rechte, was habe ich für Pflichten? Erstmal die zentrale Frage, die man sich irgendwie stellen kann, da gibt es irgend so ein Open Source Projekt, wem gehört eigentlich dieser Quelltext? Dazu lasse ich euch kurz den Absatz hier lesen. So, also erstmal, bloß weil der Quelltext Open Source ist, öffentlich verfügbar, heißt es noch nicht, dass ich damit alles machen kann. Ja, also das ist schon mal das erste Missverständnis, das Top 1 Missverständnis wahrscheinlich, dass ne, Open Source heißt, ich kann damit alles machen. Das stimmt nicht. Ja, wir werden sehen sozusagen an verschiedenen Stellen, was wir eben eigentlich dürfen und was wir nicht dürfen. Wer ist der Besitzer des Quelltextes? Naja, das sind die Entwickler des Quelltextes und wenn die Entwickler allerdings als Privatpersonen handeln, dann sind es eben, ist es eben dieser Kreis der Entwickler. Wenn die bei einer Firma angestellt sind, ist es im Allgemeinen so, dass der Quelltext dann der Firma gehört. Das heißt, das ist nicht so ganz einfach zu sagen, aber prinzipiell sind es die Autoren der Software, denen der Quelltext gehört. So, und die können sich jetzt überlegen, wie soll dann der Quelltext eigentlich verwendet werden? Und tatsächlich müssen die sich das auch überlegen, weil was passiert, wenn wir keine Lizenz haben? Was dürfen wir dann damit machen? Also der Lizenz, der Quelltext steht irgendwo auf einer Webseite. Ja, und was dürfen wir mit Webseiten machen? Wir dürfen die lesen. Ja, ich darf da hingehen und ich darf mir den Quelltext durchlesen. Aber so ziemlich alles andere darf ich nicht machen mit diesem Quelltext. Ja, das heißt, ich darf den nicht benutzen, ich darf den nicht runterladen, vervielfältigen, ich darf den nicht kompilieren, nicht analysieren, nicht modifizieren, nicht weiterverbreiten. Ich darf damit nichts machen, wenn da Quelltext irgendwo online steht und da steht keine Lizenz dabei. Was man natürlich in dem Fall machen kann, ist Kontakt mit den Autoren aufzunehmen. Unter Umständen haben die meine Vorlesung nicht gehört oder kennen sich mit Open Source Lizenzen nicht aus und wissen vielleicht gar nicht, dass man das eigentlich machen muss und dass das Ganze eigentlich relativ simpel ist, weil man bloß eine kleine Textdatei zu seinem Dokument mit hinzu machen muss. Dafür muss man allerdings erstmal wissen, was sind die Prinzipien dahinter, das halt in dieser Vorlesung, Vorlesungsteil und im letzten Vorlesungsteil, was gibt es für Optionen, was sind die typischen Lizenzen und für welche möchte ich mich dann entscheiden. Ein anderer Punkt ist, wir müssen diese Softwarelizenzen natürlich auch verstehen, um uns entscheiden zu können. Und hier wieder ein kleiner Textausschnitt von der Webseite über Open Source Lizenzen, wenn ich euch kurz lesen lasse. So, also der erste Punkt ist, ja, wenn ich Entwickler bin, wenn ich zu Open Source Software irgendwie beitragen möchte, wenn ich eine Firma habe und Entscheidungen treffen muss, ob ich Open Source Software nun verwende oder nicht, dann muss ich was wissen über Open Source Lizenzen. Ja, und da reden wir nicht nur von den Entwicklern, weil viele Fehlentscheidungen werden vielleicht schon im Management getroffen. Und andererseits braucht man vielleicht sogar Schulungen für die Entwickler und man braucht vielleicht Prozesse, da kommen wir nachher noch so ein bisschen drauf, um überhaupt sicherzustellen, dass auch keiner meiner Mitarbeiter, ja, großer Konzern, mehrere tausend Mitarbeiter, dass keiner von denen gegen irgendwelche Lizenzen verstößt.
So, das heißt, an der Stelle, man braucht eben ein grundlegendes Wissen und deswegen eben diese zwei Teile, erstmal Prinzipien, die dahinter stehen, damit wir dann besser einordnen können, worin sich diese Softwarelizenzen unterscheiden, die es in der Praxis einfach gibt und die da weit verbreitet sind. Dazu erstmal unter der Überschrift Collective Ownership, weil was jetzt irgendwie passiert, ich habe das vorhin schon mal gebracht, dass sozusagen alle Autoren zusammen, alle Programmierer zusammen, die den Quelltext besitzen oder daran sozusagen Rechte haben, mit der Ausnahme sozusagen, wenn die Entwickler von der Firma kommen und das in ihrer Arbeitszeit gemacht haben, dann ist es eben Quelltext, der der Firma gehört. Aber es gibt eben mehrere Personen, Individuen oder eben Firmen, die eben dann gemeinsam eben diese, denen gemeinsam der Quelltext gehört. Und dazu einigermaßen passend, zumindest ist das Statement von, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, aber Serkan Lelek, der auf einem Blog Folgendes geschrieben hat, Link steht auch hier, könnt ihr euch angucken. Every programmer is an author. Und dieses Statement ist tatsächlich aus vielerlei Hinsicht interessant. Erstmal, jeder Programmierer, der irgendwie mitgewirkt hat, der ist Teil davon. Ja? Der ist irgendwie ein Autor, der hat irgendwie dazu beigetragen. Wo allerdings der Serkan oder Serkan eigentlich hin wollte mit dem Statement ist, Programmierer sind Autoren, die schaffen was, die haben sozusagen eine kreative Ader, die schaffen irgendwie Kunst. Ja? Wenn man sich fragt, bei manchen Programmen ist das Kunst oder kann das weg, muss vielleicht doch nicht alles weg. Manches ist vielleicht doch Kunst. Ich glaube, der Beitrag, der Blogpost, ganz interessant, könnt ihr euch angucken, ist nicht prüfungsrelevant. Hier der Punkt allerdings, was sozusagen für uns wichtig ist, ist zu verstehen, Autoren haben plötzlich eine ganz besondere Rolle, insbesondere bei Open Source, wo keine Firmen im Spiel sind, weil sie zusammen bestimmen können, wo es lang geht und was passiert mit diesem Quelltext. Und eine Sache, wo sozusagen junge Entwickler sich oft Gedanken machen, oh, jetzt ist das Open Source oder kann ich hier überhaupt, jetzt Hauptsache ich mache nichts falsch und ich darf jetzt überhaupt keine Fehler machen. Dazu ein Statement, Moshe's Law of Software Engineering, don't worry if it doesn't work right, if everything did, you would be out of a job. Ist natürlich ein bisschen überspitzt, natürlich nicht bloß, weil die Software einfach perfekt funktioniert, heißt das, dass ich meinen Job los bin. Es kann sogar im Gegenteil sein, ja, wenn ich da zu viele Fehler einbaue, dann bin ich vielleicht auch meinen Job los. Aber da steckt natürlich was drin, und zwar, dass man eben tatsächlich, wir brauchen stetige Weiterentwicklung, wir müssen eben auch Sachen wieder beheben, die in der Zukunft irgendwie auftreten. Und wir hatten ja auch die Conversion-Gesetze, die eben zeigen, wie sich sozusagen Software über die Zeit entwickelt und dass eben immer neue Funktionalitäten hinzukommen muss oder es zumindest weiterentwickelt werden muss, um eben weiter attraktiv zu sein. Das heißt, das sind so Eigenschaften, die wir uns da angucken können. Und jetzt habe ich wieder Musik von Niklas Mund für euch und eine XKCD. Ja, und an der Stelle natürlich auch wieder wie immer mit den XKCDs deutlich überspitzt. Ja, aber vielleicht gar nicht so weit von der Realität entfernt, dass natürlich es Ablenkung gibt für unsere ganzen fleißigen Open-Source-Entwickler. Und je mehr Ablenkung die haben, desto weniger passiert in diesem Open-Source-Bereich. Natürlich hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Inzwischen sind es auch große Softwarefirmen, die massiv Geld in die Hand nehmen, um Open Source Software weiterzuentwickeln. Allerdings bleibt schon ein großer Teil der Software, die wirklich von Privatleuten entwickelt wird und hier etwas überspitzt, wenn man da vermeidet, dass die Partner finden, dann haben die eben mehr Zeit für die Softwareentwicklung. Jetzt ist die Frage, also was muss ich eigentlich als Firma beachten? Und das lässt sich hier tatsächlich, lässt sich auch relativ leicht übertragen, vielleicht auch als Privatperson oder als Mitarbeiter an der Uni oder an irgendeiner Forschungseinrichtung oder in meinem Hiwi-Job. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von
von Stellen, wo ihr irgendwie mit Softwareentwicklung in Bezug kommt. Und ich beziehe es aber mal auf Firmen, weil das die meisten von euch dann später betrifft. Ja, prinzipiell, jede Firma braucht in irgendeiner Form Software. Das heißt, jede Firma muss sich bei der Beschaffung Gedanken machen, nehme ich die Open Source Software, die unter Umständen sogar ko nichts kostet, oder nehme ich, schreibe ich sozusagen selber Software oder kaufe ich eben dann Software ein, wenn ich eben keine Softwarebude bin. Aber selbst die, ja, und selbst eben Softwareunternehmen, die selber Software entwickeln, die sind natürlich da ein bisschen mehr sensibilisiert, aber selbst jegliche Firma, die irgendwie Software einsetzt, muss sich damit auseinandersetzen in der Zukunft, weil es eben proprietäre Versionen und Open Source gibt und man sich eben dessen im Klaren sein muss, was man da eigentlich einsetzt und ob das strategisch die beste Entscheidung ist. Mehr und mehr Firmen entwickeln sich tatsächlich hin zu Softwareunternehmen und wir sehen das in der Automobilindustrie, dass sich inzwischen einige erfolgreiche Automobilhersteller wie Tesla als Softwarefirma sehen und gar nicht mehr als Autobauer. Wir sehen aber auch, dass es diese Entwicklung hin, selbst bei vielen traditionellen Firmen gibt, zu immer mehr Software. Das heißt, praktisch, was jetzt passiert, egal ob jetzt eine Softwarefirma oder eben nicht, viel Geld wird in die Hand genommen für Softwarelizenzen und das sind eben Lizenzen für proprietäre Software, zum Beispiel Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat, um so ein paar zu nennen. Und natürlich kann man jetzt gucken, oh, Open Source Software ist for free, ja, aber naja, ich brauche vielleicht irgendwie trotzdem Ressourcen, ich brauche vielleicht Mitarbeiter oder eine ganze Abteilung, je nachdem, wie groß man ist, als Firma, die sich damit auskennen mit den Lizenzen, die eben überprüfen können, dass es wirklich keine Widersprüche gibt, dass man das so benutzen darf. Und dann ist natürlich generell noch die Frage, wer macht eigentlich die Wartung und Weiterentwicklung? Ne? Also wer bezahlt das eigentlich? Also Softwareentwicklung kostet einfach Geld. Ne? Das muss irgendwo herkommen. Und das, ja, unter Umständen finden unsere Entwickler doch Freundinnen oder Freunde und plötzlich können die oder die Entwicklerinnen finden Freunde oder Freundinnen. Habe ich jetzt alle Varianten? Ich weiß es nicht. Was jetzt passieren kann, ist natürlich, dass wir einfach Geld in der Hand nehmen müssen, um die Weiterentwicklung, die Wartung zu unterstützen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und da beginnt langsam ein Umdenken, dass die Firmen, die Unternehmen, die quasi profitieren von dieser ganzen Open Source Software, dass die auch was wieder zurückspielen, weil sie eben merken, dass eben auch die Wartung, die Maintenance von dieser Software eben Geld kostet, damit das in guter Qualität passieren kann und dass sie deswegen das unterstützen. Da gibt es eine Liste sozusagen, das war so ein bisschen Motivation und Einleitung zu dem Thema. Und da gibt es tatsächlich so eine Art Checkliste, ja, damit man überlegen kann, als Firma habe ich an alles gedacht. Ja, so wie wenn man in Urlaub fährt und ne, wo Zahnbürste auf der Liste steht, damit man nicht nachher die Zahnbürste vergessen hat. An der Stelle erstmal müssen wir bei jeglicher Open Source Software, die wir irgendwie heruntergeladen haben, die wir irgendwie benutzen, müssen wir überhaupt erstmal die Lizenzen mit abspeichern. Ja, weil unter Umständen ist die Open Source Software irgendwann vielleicht nicht mehr online und dann brauchen wir sozusagen, müssen uns auch die Lizenzen sozusagen mit abspeichern. Wichtig ist dabei auch, das bedeutet eben auch, dass man ja teilweise Binärdateien zu der Open Source Software sich runterladen kann, das heißt das eigentliche Programm. Und auch an den Stellen ist es wichtig, dass man sich den Quelltext auch mit dazu ablegt, sozusagen, damit man auf den im Zweifelsfall zugreifen kann und auch später diese Freiheitsrechte überhaupt wahrnehmen kann. Dann müssen wir die Lizenz verstehen und eigentlich müsste das davor stehen, dieser Liste, aber ich habe die Liste von den Originalautoren übernommen. Wir müssen natürlich, bevor wir das überhaupt benutzen dürfen, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, wie diese Lizenz ist und ob wir überhaupt was machen dürfen mit dieser Komponente. Ja, und ich hatte vorhin schon angedeutet, dass wenn keine Lizenz angegeben ist, dann dürfen wir eigentlich auch gar nichts mit dieser Software machen und müssen das selber verhandeln mit den Autoren, mit den Besitzern. Wir müssen uns Open Source Projekt tatsächlich genauer angucken, um zu verstehen, wie werden die sich in der Zukunft entwickeln. Ja, also sind die auf einem absteigenden Ast? Explodiert die Anzahl der Issues, die da offen sind? Gibt es überhaupt noch Releases? Wie viele Entwickler haben die eigentlich? Ist das die eine Person, die irgendwie nur alles entwickelt? Weil dann haben wir natürlich ein Problem, wenn diese eine Person ja, sozusagen irgendwann diesen Job eben nicht mehr macht, dann haben wir irgendwie ein Problem.
Was wir auch brauchen, und das habe ich jetzt mehrfach schon angedeutet, sind eben, dass unsere Entwickler und aber auch Manager, dass die eben über Open Source und über Open Source Lizenzen Bescheid wissen. Und da könnt ihr jetzt schon mal einen Haken dran machen. Ja, wenn ihr die letzte nächste Vorlesung auch noch guckt und auch fleißig die Interaktion macht, dann seid ihr ausgebildet in Open Source Lizenzen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte als Informatiker, weil das euch in irgendeiner Form auf jeden Fall beschäftigen wird. Vielleicht sogar schon beschäftigt hat. Vielleicht habt ihr auch schon Lizenzverstöße unwissentlich begangen, die ihr sozusagen irgendwann mal aufräumen müsst. Dann ist das nächste, ist es schön und gut, darüber Bescheid zu wissen, aber man braucht irgendeinen Prozess, das durchzusetzen. Das heißt, typischerweise gibt es dann einen Freigabeprozess für eben Open Source Software, Open Source Komponenten, Bibliotheken. Und um dann auch zu erkennen, dass es vielleicht da Verstöße gibt, dass man die Verstöße eben beheben kann und eben auch vielleicht möglichst früh aufdecken kann. Und dann der letzte Punkt, ja, das, was ich eben schon ausführlich beschrieben hatte, wenn man eben als Firma zum großen Teil auf Open Source Software aufbaut, davon profitiert, sollte man eben auch darüber nachdenken, die Open Source Entwicklung zu unterstützen. Und das sage ich auch mit einer großen Bitte an alle Personen, die unsere Open Source Software benutzen. Die heißt Feature IDE. Das ist eine ganz tolle Software. Wenn ihr die mögt, dann schickt uns einfach mal Geld, damit wir die Softwareentwicklung vorantreiben können und weiterhin auch Hiwis einstellen können. Weil sonst ist die Frage, ob wir irgendwann dafür eine Wartung machen können. Gut, jetzt zu einem Punkt, ein anderes Prinzip noch zum Schluss von diesem Teil. Copyright, Copy Left. Copyright vielleicht erstmal, das sollte euch ein Begriff sein, zumindest im Deutschen, Urheberrecht. Da geht es eben darum, man möchte die kreativen Leistungen, die Ausdünstungen, die so aus Menschen rauskommen und sich in irgendwas manifestieren, sei es Dokumente, Schrifttexte oder Schriftwerke oder eben Bilder, die möchte man schützen, ja, damit nicht jeder einfach davon profitieren kann und damit Geld machen kann, was eigentlich jemand anders produziert hat. Das heißt, hier gibt es eine Reihe von ja, intellektuellen Leistungen, die eben oder geistiges Eigentum im Deutschen, was eben geschützt werden kann und eben durch Patente, Marken oder eben auch das Copyright-Recht. So, und dieses Copyright, das sorgt eben dafür, dass der Besitzer, derjenige, der das erstellt hat, dass der darüber entscheiden kann, was kopiert werden darf und das zumindest für eine bestimmte Zeit. Ja, und diese Zeit, die hängt tatsächlich ab von vielen Faktoren. Und insbesondere heißt das eben, ja, von diesen Kopien, da steckt einiges drin, die Weiterverteilung, Reproduktion, die öffentliche Aufführung oder aber auch Arbeiten, die darauf aufbauen. Ja, also wenn ich jetzt hier in meinen Folien Bilder verwende und die Bilder hat jemand anders bereitgestellt, dann muss ich natürlich das Copyright entsprechend einhalten und unter Umständen ist das auch über Lizenzen geregelt, dass ich das auch machen darf und das ist eine große Herausforderung tatsächlich, das überhaupt für jedes Bild zu recherchieren. Interessant ist beim Copyright, das ist typischerweise auf nationaler Ebene geregelt. Jetzt haben wir mit der EU so eine besondere Situation. In der EU gibt es auch EU-weit Regelungen für das Copyright, die einheitlich sind. Allerdings kann jedes Land eben noch zusätzlich wieder Copyright-Regeln schaffen, Urheberrechtsregeln. Und ja, zu dem Punkt hier unten kommen wir gleich noch. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite, ja, wenn es das Copyright gibt, muss auch das Copyleft geben, ganz klar. Das Copyleft gibt es tatsächlich noch nicht so lange wie das Copyright. Und wir werden gleich sehen, was das meint. Wir sind auch wieder bei diesem geistigen Eigentum. Aber jetzt drehen wir irgendwie diesen Spieß um und deswegen auch dieser plakativ sozusagen umgekehrte Begriff. Es geht wieder um das Kopieren, aber an der Stelle machen wir plötzlich ein Recht draus. Ja, wir sagen nicht, du darfst das nicht per Definition, sondern wir sagen, du darfst das. Du darfst das verteilen, du darfst das modifizieren. Das heißt, da sind wir prinzipiell bei diesem Freiheitsgedanken, bei diesem Freedom. Ja? Allerdings funktioniert diese Freiheit nur mit einem Gegenstück, ja? Weil, oder zumindest argumentieren das manche,
dass die nur mit einem Gegenstück funktioniert. Wir wollen nämlich diese Freiheit auch noch weiterhin erhalten. Das heißt, jeder, der das nutzen darf, der das weiterverteilen darf, modifizieren darf, soll auch weiterhin diese Freiheitsrechte einhalten. Und das passiert mit diesem zweiten Ansatz oder diesem zweiten Stichpunkt hier. Das heißt, jeder, der diese Arbeit sozusagen modifiziert hat oder das dann weiterverteilt, der muss die gleichen Rechte wieder darauf anwenden. Das heißt, auch das muss wieder frei verfügbar sein. Und da gibt es zwei Unterarten. Ja, das Ganze ist als Copyleft bekannt, eben diese zwei Klauseln zusammen, dass eben Verteilen ist frei, ich darf es nutzen, aber nur unter der Bedingung, dass ich danach meine Änderungen wieder frei verfügbar mache. Und da gibt es das Weak und das Strong Copyleft. Das Strong Copyleft bedeutet einfach, ne, sagen wir, wir haben eine Softwarebibliothek und die setze ich bei mir ein und die Softwarebibliothek hat eben eine solche Lizenz. Dann muss ich auch mein Gesamtwerk veröffentlichen. Und das ist das, was tatsächlich sehr gefürchtet ist von der Industrie oder gefürchtet war, auch noch ist, dass man eben durch eine kleine Abhängigkeit, durch eine kleine Bibliothek dazu gezwungen wird, alles öffentlich zu machen, was man ansonsten an Quelltext entwickelt. Und dann gibt es so eine Mischform noch, wo man sagt, ja, also so ein bisschen Copyleft, ja, also nicht gar kein Copyleft und kein starkes Copyleft, sondern so ein bisschen. Und das bedeutet einfach Folgendes: Nur die Teile, die vorher unter Copyleft lizenziert wurden, wenn ich die ändere, muss ich die auch wieder erneut veröffentlichen, aber nicht das Gesamtwerk. Ja, das heißt, hier in dem Fall, ich mache hier Folien. Die Folien werden nachher auch öffentlich. Das heißt, mit dem Strong Copyleft habe ich hier kein Problem. Allerdings, gesetzt den Fall, ich würde zum Beispiel hier Folien machen und würde jetzt sagen, ne, ich mache irgendwo, halte Vorträge für Geld und ich nutze hier Grafiken, die dem Strong Copyleft unterliegen. Dann hätte ich ein Problem, weil das Gesamtwerk dann auch frei verfügbar werden muss, wohingegen Weak Copyleft nur Veränderungen an dem Bild, was ich auf der Folie bei mir einsetze, ich das Bild quasi dann wieder veröffentlichen müsste. Das ist quasi der Unterschied und bei Software natürlich das Gleiche mit einer Bibliothek, einer Komponente, irgendwas, was ich bei mir einbinde, zum Beispiel um Verschlüsselung in meinem Programm zu realisieren. Diese Lizenzen mit eben diesem Copyleft und dem Begriff übersetzen wir nicht, das sind ja permissive Lizenzen, also welche, die viel, also Verzeihung, jetzt habe ich das vollkommen falsch gesagt, weil die Lizenzen, die kein Copyleft haben, die bezeichnen wir als permissive. Und interessant ist, dass dieses ganze Copyleft eigentlich basierend auf den Copyright-Gesetzen funktioniert. Weil ich als Autor das Recht habe, zu entscheiden, wer das kopieren darf, sage ich einfach, das dürfen genau die kopieren, die, wenn sie Änderungen machen, das auch wieder veröffentlichen. Ja, und so ist das quasi in das Copyright integriert. Man muss das Copyright gar nicht anpassen, damit das Konzept funktioniert. Es bedeutet eigentlich auch, dass das Copyleft in jedem Land unter Umständen ein bisschen anders auserlegt wird, weil das Copyright da anders funktioniert. Es sei denn, wir haben in den Lizenzen möglichst gut alles abgedeckt. Jetzt gibt es Beispiele dafür. Für Software ist das die GNU General Public License. Die lernen wir im letzten Teil noch ein bisschen genauer kennen. Und für Dokumente, Bilder, hauptsächlich vorgesehen ist die Creative Commons Share Alike License. Die habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gesehen. Und gerade wenn ihr zum Beispiel wie hier ein YouTube-Video produzieren wollt und das soll unter Creative Commons gestellt werden, dann könnt ihr eben Inhalte nehmen, die unter der gleichen Lizenz zum Beispiel laufen. Die kann man dann eben da verwenden. Es bedeutet eigentlich auch, dass ich eben ein Bild, was ich unter Creative Commons stelle, dass das eben vielleicht dann nicht kommerziell genutzt werden darf. Und da gibt es verschiedene Unterarten von dieser Lizenz. Wir konzentrieren uns in den nächsten Teilen allerdings eher auf Softwarelizenzen und gucken, was die sozusagen für Eigenschaften haben. Und hier gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Zwei wichtige Verständnissachen zum Copyleft. Mit dem Copyleft entscheide ich jetzt also, ob die Software auch weiterhin oder Veränderungen der Software auch weiterhin die gleiche Lizenz haben sollen und das eben mit Weak und Strong oder No Copyleft sozusagen verschiedene Abstufungen. Damit treffe ich aber prinzipiell erstmal keine Entscheidung darüber, ob das kommerziell genutzt werden darf oder nicht. Ja, das heißt, das kann die Lizenz oder der Lizenztext kann das separat
beschreiben. Und es gibt jetzt verschiedene Spielarten davon, dass ich eben sagen kann, starkes Copyleft, kommerzielle Nutzung oder schwaches Copyleft, keine kommerzielle Nutzung. Da sind sozusagen verschiedene Spielräume und das ist nicht gleich damit oder wird häufig damit falsch verstanden, dass Copyleft bedeutet, ich darf es nicht kommerziell benutzen. Das stimmt nicht. Das heißt nur, dass ich je nach starkem oder schwachem Copyleft geänderte Teile eben veröffentlichen muss. Gut, und hier sozusagen noch ein anderer Punkt. Das sagt nichts darüber aus, ob ich diesen Quelltext jetzt frei bekommen kann oder nicht. Ja, also es kann trotzdem noch ein Geschäftsmodell geben, auch mit einem Copyleft, wo ich sage, man muss eben zahlen, um diesen Quelltext zu bekommen. Ja, und das kann auch eine Lizenz unter Umständen festlegen, ob das erlaubt ist oder nicht. Eine Sache habe ich noch vergessen, das stand hier mit auf der Folie und ich möchte diesen Begriff tatsächlich in den anderen Folien weitestgehend vermeiden, aber unter Umständen hört ihr mal vom viralen Effekt. Und tatsächlich wurde von der Softwareindustrie zu einem Zeitpunkt vor, ich glaube, so mehr als 10 und etwa 20 Jahren, wurde quasi das als Virus angesehen. Ja? Und ich meine, wir gerade kämpfen mit dem Coronavirus und das ist sozusagen eigentlich ein schlimmer Vergleich, ja? Ein sehr negativer Vergleich zu sagen, dass diese Copyleft-Lizenzen, die ja Freiheiten ermöglichen sollen, dass die jetzt eben sich wie ein Virus ausbreiten. Die Analogie kommt daher, dass natürlich, wenn ich jetzt sage, dieser Teil, gerade dieses starke Copyleft, dass wenn dieser Teil das Copyleft hat, dann hat es eben auch das Gesamte und muss wieder die gleiche Lizenz kriegen. Das hat auch zur Verbreitung von Lizenzen geführt, wie wir auch nachher noch sehen werden. Allerdings ist eben dieser Begriff trotzdem sehr negativ behaftet und ich möchte den hier ansonsten nicht weiter verwenden im Rahmen der Vorlesung, weil er eben eine Wertung gibt sozusagen. Gut, wir gehen weiter und damit ihr so ein bisschen seht, was hat das eigentlich für Konsequenzen, warum sollten wir über diese Lizenzen auch nachdenken, warum ist es auch sehr entscheidend und was kann es eigentlich für schlimme Folgen haben. Und hier ein Beispiel, und zwar im März diesen Jahres ist Folgendes passiert. In Ruby on Rails, das ist für Ruby, um halt Web-Anwendungen zu schreiben, ein Framework. Und da drin gab es eine Bibliothek. Ja, das besteht einfach aus hunderten, tausenden Bibliotheken, die irgendwie zusammenwirken. Und darin gab es eine Bibliothek, die hatte eine Lizenz. Die Lizenz heißt MIT-Lizenz. Können wir nachher noch klären, was die genau macht. Ja, die sehen wir im dritten Teil noch mal etwas genauer. Und der Entwickler, der die geschrieben hat, der hat den einen Tag Post bekommen von einem anderen Entwickler und der hat gesagt, du, deine Lizenz ist falsch, darfst nicht die MIT-Lizenz nehmen, es muss die GPL-Lizenz sein. Die GPL-Lizenz, ja, hatten wir eben als GNU General Public License auf der Folie als Beispiel für eine mit starkem Copyleft. Das ist also eine, wo, wenn ich was benutze und das hat die Lizenz GPL, dann muss das Gesamtwerk auch als GPL veröffentlicht werden. So, das heißt, da gab es diesen Fehler, jetzt könnte man sagen, ja gut, Fehler bemerkt, ja, Fehler erkannt, Fehler gebannt, dann ändern wir halt einfach die Lizenz. Natürlich hat man viele alte Versionen und ja, eben man da große Summen zahlen muss, weil man gegen irgendwie eben das Copyright verstößt, ja, weil das Copyleft ja über Copyright-Recht sozusagen realisiert wird. Hat der Entwickler Folgendes gemacht: Er hat alle alten Versionen gelöscht und ich glaube, zwei neue Versionen rausgebracht, sozusagen, um noch so ein bisschen mehr Kompatibilität zu erreichen. Eine etwas ältere und eine etwas neuere und die hat er dann unter GPL veröffentlicht. Jetzt aber folgendes Problem: An der Stelle gab es mehr als eine halbe Million Projekte auf GitHub, die alle unter, das haben wir automatisiert herausgefunden, das heißt, es muss nicht genau eine halbe Million sein, die MIT-Lizenz genauso haben wie das Plugin, aber dieses Plugin in irgendeiner Form referenzieren, weil sie eben Ruby on Rails benutzen als Framework. Und was jetzt passiert, ist natürlich dieses Copyleft, das wirkt quasi auch transitiv. Ja? Und ich muss das gar nicht selber benutzen. Es kann einfach über 10, in der Kette von 10 Abhängigkeiten, kann es sein, dass ich indirekt davon abhängig bin. Und plötzlich müssen eine halbe Million Projekte ihre Lizenz ändern.
Und ja, einfach mal eine Lizenz ändern, das ist auch nicht so einfach, aber man muss sich damit beschäftigen, man muss gucken, darf man das überhaupt? Manche dürfen das vielleicht dann gar nicht, weil die vorher halt ein bisschen luxuriöser war und man damit mehr durfte. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Ja? Und an der Stelle ist eben so, da muss man eben gucken, was man da für eine Lösung findet. Und es wurde da, ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht, aber es wurde da von geschrieben, dass eben der Plan ist, diese eine Bibliothek unter Umständen zu ersetzen oder eben diesen GPL-relevanten Teil aus dieser Bibliothek zu entfernen, damit diese Bibliothek wieder unter der MIT-Lizenz laufen kann. Ich habe das für euch hier auf der Folie nochmal zusammengefasst zum Nachlesen. Die eine Bibliothek, über die ich die ganze Zeit gesprochen habe, heißt My Magic. Und ich glaube, alles andere habe ich aber dazu jetzt hier erzählt. Ihr seht also, das kann einen Riesenunterschied machen, auch wenn man jetzt sagt, eigentlich, ne, wir wollen diese Freiheit haben. Dann erscheint das erstmal als sehr nützliche Prinzipien, aber diese Freiheitsrechte kommen auch zu einem Preis, weil dieses Copyleft sich eben verbreitet, sich eben ausbreitet und eben auch dafür sorgt, dass man häufig Konflikte hat zwischen den Lizenzen, wo wir im letzten Teil noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also, kurze Zusammenfassung zu dem Teil: Es ging um Softwarelizenzen, warum brauchen wir die eigentlich? Na, ohne Lizenz können wir mit dem Quelltext gar nichts machen und es kann nicht jeder anfragen, sag mal du, darf ich deine Bibliothek benutzen? Ja, dann kommen aus dem E-Mail-Schreiben gar nicht mehr raus. Das heißt, das ist quasi notwendig, dass wir eben Lizenzen definieren, dass wir die festlegen für unseren Quelltext, den wir online stellen, für jegliche Form von Quelltext, wenn wir wollen, dass Personen damit was anfangen können. Und ja, wir können ja, müssen als Firma bestimmte Sachen beachten, müssen, ja, wir haben über diese Checkliste gesprochen, man muss einige Sachen installieren und gerade bei größeren Firmen braucht man eben wirklich eine eigene Open-Source-Abteilung, eine Rechtsabteilung, die sich eben sozusagen einerseits mit den technischen Sachen auseinandersetzen kann, also was gibt es für Abhängigkeiten, wie kann man das ermitteln, aber andererseits auch mit den Rechtsfragen dahinter. Und Copyleft ist ein, ja, ich will nicht sagen ein Schimpfwort in der Industrie, aber wird häufig so angesehen, als das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, die wollen meist Software nur einsetzen, die gar kein Copyleft hat. Gut, wir haben also einen großen Impact und ihr habt das an dem Beispiel von der Ruby on Rails Library gesehen, dass das quasi auch große Auswirkungen haben kann, dass plötzlich ganz viele Systeme nicht mehr genutzt werden dürfen oder nur noch illegal genutzt werden dürfen. Auch dazu könnt ihr wieder ein bisschen was nachlesen. Und ich habe mir hier überlegt, dass es jetzt interessant wäre, dass ihr mal über Folgendes nachdenkt. Ich habe hier eine Hypothese. Open Source Software is for free. Und ich möchte, dass ihr mal Argumente dafür oder dagegen sammelt. Und ich habe im Rahmen der Vorlesung natürlich das ein oder andere schon genannt. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Sachen, die ihr da anbringen möchtet. Und ich glaube, dass sozusagen das eines der häufigsten Missverständnisse ist. Und dass hier ein etwas nochmal drüber nachdenken, ein bisschen differenziertes Bild wirklich wichtig ist, um zu verstehen, ist Open Source Software frei? Und wir lassen das einfach mal mit dem Free so stehen. Könnt ihr euch aussuchen, ob das jetzt kostenlos oder Freiheit bedeutet. Ja? Frei wie Freibier oder frei wie freie Meinungsäußerung. Viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder.